geht's auch schon los. Und damit willkommen bei einer weiteren Folge Skyrim hier auf dem Kanal. Voraussichtlich für alle, die im Stream sind, die letzten Skyrim-Stunden, die wir spontan hier verbringen werden. Einfach weil wir so mit der Hauptstory, mit einem der DLC-Quests durch sind. Und jetzt quasi noch bei der letzten DLC, bei der Dämmerwacht, bei dem Vampir-Add-on quasi angekommen sind und da auch schon so ein kleines bisschen was geschafft haben. Wir sind jetzt gerade dabei, die Mutter von der Vampir-Oberhauptstochter zu finden, weil sie eventuell uns helfen könnte betreffend der letzten Elder Scroll, die wir noch brauchen. Weil wir haben ja schon 2 von 3. Die eine hatten wir schon durch die Hauptstory. Deswegen, das ist eigentlich sehr intelligent gemacht gewesen, dass die eine Elder Scroll gebraucht wird, die halt in der Hauptstory erst später zu finden sein wird, um einfach das auch so ein bisschen miteinander zu verknüpfen. Und schauen wir mal. Der erste Ladebildschirm, gewohnt langsam, so wie man es kennt. Mal schauen, wann er sich denn dazu herablässt, mit uns hier auch vorlieb zu nehmen, sodass wir ein bisschen was machen können. Ein mächtiger Angriff kann Gegner zurückstoßen und dadurch einen unmittelbaren Gegenangriff verhindern. Das ist gut zu wissen, nutzen wir eh nicht. Oh, nice. Da sind wir schon. Da können wir auch gleich mal den Bogen wieder aufladen. Ich weiß, die Stelle haben wir beim letzten Mal schon an meinem Geburtstag gespielt und sind da nicht ganz zum Ende gekommen, weil wir einfach... Einmal ist das Spiel, glaube ich, abgekachelt und einmal sind wir unnötig gestorben. Seid vorsichtig. Ich weiß nicht, worauf wir hier stoßen könnten. Okay. Aber ich, weil wir hier schon zweimal waren. Wie beispielsweise hier diese Gruppe an Skelette. So, das ist sehr, sehr laut. Da sitzt auch noch einer. Wow, das ist hell. Oh Gott, es war, glaube ich, es wäre doch besser gewesen, wenn wir den Bogen nicht aufgeladen lassen. Das war ja jetzt hier einfach so eine Donnerparade hoch 10. So, was haben wir hier? Hier sind wir letztens noch nie hingegangen, glaube ich. Hier ist gar nichts. Und damit auch erstmal willkommen an alle Leute im Stream, an Kaniac, an Avery, Dunkelwote, Zephiel. Dann, ich meine, gute Vivox habe ich auch vorhin einmal ganz kurz gesehen gehabt. Und kann ich den eigentlich jetzt schon anschießen? Nö, noch interessiert den das nicht. Ja, jetzt. Alles klar. Und damit haben wir auch wieder Schleichen ein bisschen verbessert. Mal wieder. So, der Rest kannst du behalten. Das ist mir zu schwer. Ich will keine Erze. Wir brauchen keine Erze. So. Schön vorsichtig. Und sehe ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ich hoffe, die Aufladungen sind schnell wieder weg. Das geht mir gerade so ein bisschen auf die Nüsse. Na, das bei einem Adeptenschloss. So, jetzt aber. Gut, nehmen wir das mit. Lederstreifen braucht keine Sau. Also wir jetzt zumindest nicht.
Okay, da wird Licht angemacht. Das ist schon mal ganz gut. War nämlich ein bisschen dunkel hier. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber... Was soll's, schadet ja nicht. Ich glaube, der ist da oben. Dann wie das mit dem mächtigen Gargoyle hier. Also, jetzt nicht mehr, aber grundlegend wäre der da gewesen. Kurzen Prozess, gar nicht erst lange mit dem Aufhalten. Den habe ich gesehen. Ja, das Skelett da oben. Kommt er jetzt wieder raus? Ich war sicher, ich hatte irgendwas gehört. Nö. Ah lol, das hat sie selber wieder wiederbelebt. Ich war jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Und dachte mir gerade, wieso marschiert denn hier einfach so munter so ein Skelett an uns vorbei? So. Man hört das Geknarze der Knochen. Wer ist da? Immer noch das Skelett, was ich mit einem Pfeil nicht kaputt kriege. Was auch immer das für ein Skelett sein soll. Du sagst Skelett und ich denke an Minecraft. Ja, woran das zurzeit nur liegen kann. Okay, das ist zu. Das Bett, denke ich, können wir nicht nutzen. Ich kann nicht mit ihm reden, schade. Tito, wir gehen die Schleime hier auf den Keks. Schleime? Wer ist da? Immer noch ein Skelett. So. Minecraft Story Mode guckst du. Ah, okay. Wow, was war das denn? Habt ihr das gesehen? Der hat eine eingesprungene Pirouette gemacht. Lol, das sah echt lustig aus. Der ist von dem Perk, von dem Bogenschießen, dem 100er Bogenschießen-Perk, gestunt gewesen. Durch den Drall des Pfeils hat er sich wohl gedacht, nö, da muss ich mich mal so ein bisschen drehen. Und, ja. Das war ein bisschen lustig. Pfeile wieder mit. Ich meine, wir haben zwar genug, aber sicher ist sicher. Ah ne, genau, das war dieser... Trolle. Gargoyle. Wer ist da? Ja, guck mal hinter dich. Das wird euch eine Lehre sein. Genau. Der gute Dunkelpfote ist auch da. Der versteckt sich einfach nur. So. Damit können wir das wieder zumachen. Das will ich aber nicht. So, den sehe ich. Der sieht nichts mehr. Ich mache mal ganz kurz einen Zwischenspeicher. Das habe ich durch ein anderes Spiel gelernt. Zwischenspeichern ist immer wichtig. Oh ja, der Pfeil hat gut getroffen. Oh Gott, war das schlecht. Das war richtig schlecht getroffen. Ja, komm, du siehst mich. Dann gibt es erstmal einen Pfeil ins Knie. Und hoppa! Ja, ist ja auch richtig schwer. So, weitergeschlichen. Sagen. Den können wir direkt wieder mitnehmen.
Der ist schon mal weg. Ich sehe da noch zwei, drei. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gemacht habe. Lol, und er weicht dem aus und der andere kriegt den Pfeil einfach voll ab. Aber was sind das hier für Skelette, dass die halt mehr als einen Pfeil aushalten, wenn man überlegt, wie stark wir mittlerweile im Bogenschießen sind? Ich glaube, das ist ihr Skelett gewesen, das ich jetzt gerade direkt wieder pulverisiert habe. Der sich jetzt vor uns versteckt erfolgreich? Haha! Stamina-Schaden. Scheiß auf Stamina-Schaden. Das braucht keine Sau. So, Nordpfeile nehmen wir mal mit. Hier kriegen sich noch so ein bisschen die Skelettknochen. Nö. Hi! Na, du auch hier? Das ist ja schön. Ich würde fast schätzen, dass wir das aufmachen per Schalter. Der ist irgendwo hier drüben. Oder auch nicht. Und wir gehen einfach durch diese Tür da. Ich bin mir nicht sicher. Hallo? Hallo? Na, hier jemand hier? Speichern wir mal. Oh, ein Heiltrank. Nehmen wir den mit. So. Noch eine Treppe hoch. Ein großes Türchen. Da ist nichts. Oh, ein paar Golems. Na, willst du wach werden? Okay, dann fangen wir halt mit dir an. Der Gargoyle hier! Was ist denn los mit deinen Augen? Du warst ein paar Jahre eingefroren. Ja, das mag ja sein, aber... Das heißt ja nicht, dass du komplett blind wirst. Komm, machst du mit? Hallo? Nö? Doch! Wer ist da? Aber ich würde fast schätzen, dass sie die Gargoyle-Wächter halt zu ihrem Schutz aufgestellt hat, damit sie nicht so schnell von ihrem Mann, Ex-Mann oder wie auch immer man das nennen möchte, überrascht wird. Unangenehm überrascht. Und wir machen ihr quasi die komplette Sicherung ihrer Behausung weg. Ich glaube nicht, dass wir schon ganz oben angekommen sind. Gibt es hier noch eine Art Geheimgang? Ja, und es ist einfach klassisch der Kerzenhalter. Entweder ist sie schlauer oder du dümmer. Weil das war offensichtlich. Oh, eine Platte. Ich möchte jetzt gerade aber keine Platte. Hier ist es ein bisschen dreckig. Erinnert mich an mein Wohnzimmer in guten Tagen. So, hallo? Oh. Hallo, Bücher? Nö. Seht euch doch nur diesen Ort an. Das muss es sein. Ich wusste das. Nein, da war doch gerade hier das, intensiv mit der Toten. Valerikas Tagebuch. So, okay. Warum befasste? Schließlich hat sie mir alles beigebracht, was ich weiß. Ja. Eine Einrichtung wie dieser hatte ich aber keine Ahnung. Seht euch das alles doch nur an. Sie muss Jahre gebraucht haben, um all diese Zutaten zu sammeln. Meinst du die paar Knochen? Und was ist das hier? Weiß ich nicht, sieht aus wie eine... Ich bin mir bei diesem Kreis nicht ganz sicher. Aber er muss eine Funktion haben. Nein. Dann wollen wir uns einmal umsehen. Irgendetwas hier muss uns verraten, wohin sie gegangen ist. Ich habe schon ihr Tagebuch gefunden. Ihr habt ihr Tagebuch gefunden? Ja. Lasst mich einen Blick drauf werfen. Ja, Seelengrab. Ich weiß nicht, was sie mir erzählt hat. Sie hatte eine Theorie über die Seelensteine. Nein. Sie glaubte, dass die in den Steinen wohnenden Seelen nach ihrem Gebrauch nicht einfach verschwinden, sondern im Seelengrab landen. Ja, und der Gargoyle hat sich auch gerade im Seelengrab verschwunden, ne?
Warum macht sie sich Gedanken darüber, wohin die verwendeten Seelen gehen? Das Seelengrab beherbergt äußerst mächtige Wesen. Die toten Beschwörer spielen ihnen Seelen zu und erhalten im Austausch dafür besondere Kräfte. Mutter hat lange versucht, direkt mit ihnen in Verbindung zu treten, um selbst zum Seelengrab zu reisen. Wenn sie es bis dorthin geschafft hat, werden wir sie finden. Dieser Kreis in der Mitte des Raumes ist definitiv eine Art Portal. Wenn ich das hier richtig lese, gibt es eine Formel, durch die wir sicher in das Seelengrab gelangen können. Und was brauchen wir dafür? Eine Handvoll Seelensteinsplitter, etwas fein gemahlenes Knochenmehl, eine ordentliche Prise gereinigte Salze der Leere. Oh, verdammt. Was ist los? Wir brauchen außerdem eine Probe ihres Blutes. Obwohl, wenn wir die hätten, würden wir das hier ja gar nicht erst versuchen. Nicht schlecht. Aber hoffentlich reicht es auch. Fehler im Umgang mit derartigen Portalen können grausame Folgen haben. Meinst du? Wie auch immer, genug davon. Lasst uns anfangen. Alles klar, kein Problem. Sind das alle benötigten Zutaten? Fall. Mutter hatte jede Menge dieser Zutaten in ihrem Labor. Ihr müsst sie nur finden. Also, ich dürfte wahrscheinlich so ziemlich alles haben, weil ich meine, dass ich sogar die fein gemahlenen Salze der Leere im Inventar habe. Die Teile, die wir schon seit unzähligen Folgen da haben und wir sie nicht ablegen konnten, weil immer gesagt worden ist, die brauchst du noch für eine Quest. Ja, gut. Und jetzt soll ich dir das... Soll ich dir das geben? Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Nein. Aber sie sollten nicht schwer zu finden sein. Ja, okay, alles klar. Sammle gereinigte Salze leere. Feingemahlenes Knochenmehl. Sammle Seelensplitter. Regale, Tische. Sie hat sie bestimmt nicht versteckt. Okay. Knochenmehl. Drachenknochen brauchen wir nicht. Eingemahlenes Knochenmehl. Haben wir das? Nein, hier nicht. Gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Wenn du unbedingt möchtest. Oh, guck mal hier, ein Dedra-Herz. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Noch mehr Knochenmehl. Holzkelle, Biene. Frostsalze. Zwergenöl. Oh ja, das, ich glaube, das brauchen wir. Was haben wir hier? Quill. Was auch immer Quill ist. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Schwarzer Seelenstein, Seelensteinsplitter. Und du bist schon mal schön da irgendwas am Machen. Vampirstaub, ihr seid ja echt makaber. Feuersalze, Elixier. Hallo, Sirana. Elixier der Stärke. Drachenbaum nehme ich einfach mal mit, nur weil ich den Namen geil finde. Habe ich vielleicht irgendwas, was ich entzaubern kann? Nö. Schade. Dann mal hier. Schüssel. Ein Hühnchenei. Lavendel. Da haben wir das andere. Salz der Leere. Gut. Gib die Zutaten in das Gefäß. Also offensichtlich war es doch nicht das, was wir schon im Inventar haben, weil das reicht halt nicht. Gib die Zutaten in das Gefäß und lasst mich wissen, wenn ihr damit fertig seid. Ja, fertig. Dann überlasst alles weitere mir. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Ich bin nicht ganz sicher, was mit diesem Ding passieren wird, wenn ich mein Blut hineingebe. Ich bin bereit. Darf ich euch zuerst etwas fragen? Natürlich. Worum geht es? Was werdet ihr tun, wenn ihr eure Mutter findet? Genau dasselbe frage ich mich seit unserer Rückkehr zur Burg. Was wir mit Vater taten, sie war sich dessen so sicher. Ich musste ihr einfach folgen. Über den Preis habe ich nie nachgedacht. Es explodiert, genau. Klingt so, als hätte sie es euretwegen getan. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht hat. It sounds like she was pretty selfish. Ne, ich glaube eher, das hat sie für die Tochter gemacht. Vermutlich ist selbst eine Vampirmutter immer noch eine Mutter. Genau. Sie sorgte sich um mich. Nein. Um uns alle. Ja. Aber sie wollte mich so weit wie möglich von Vater wegbringen, bevor er etwas Furchtbares tun konnte. Auf jeden Fall. Werden wir aber erst rausfinden, wenn wir sie gefunden haben. Ja. Ja, ihr habt recht. Es tut mir leid.
Ich hatte einfach nicht erwartet, dass meine Gefühle für sie irgendjemanden interessieren könnten. Danke. Also, sind wir bereit? Oh ja. Man merkt, wie sehr mich ihre Gefühle für sie interessiert haben und ihre Mutter. Wir sollten dieses Portal also jetzt öffnen. Gut. Mach mal. Dann mal los. Blut mal ein bisschen jetzt in die Schüssel. Ich hoffe nur, dass sie da sich irgendwie ritzt und nicht anderweitig Blut dann da rein träufeln lässt. Hui! Sie hat es tatsächlich geschafft. Den Zugang zur Seelenwelt geschaffen. Unglaublich. Ja. Darf ich da jetzt so... Hallo? Ich... Okay, also ich kann nicht rein, solange ich nicht mit ihr geredet habe. Alles in Ordnung? Es hat sich ja wehgetan. Was? Nein. Hä? Wenn ich genau darüber nachdenke, hätte ich wohl damit rechnen müssen. Tut mir leid. Was denn? Das ist nicht leicht zu erklären. Das Seelengrab ist, nun, wie soll ich sagen, hungrig. Es versucht, euch eure Lebensessenz zu entziehen. Als Bezahlung. Ach so. Also es gibt keinen Weg hinein. Vielleicht doch, aber ich glaube, die Lösung wird euch missfallen. Muss ich ein Vampir werden? Vampire ziehen nicht zu den Lebenden. Ich könnte vermutlich problemlos hindurchgehen. Ich wollte sagen, ich muss ein Vampir werden. Ist vermutlich nicht eure erste Wahl, oder? Nee. Es muss einen anderen Weg geben. Vielleicht. Wir könnten den Wegzoll natürlich auch auf andere Weise entrichten. Wenn es eine Seele will, dann soll es eine haben. Eure. Würde mich das nicht umbringen? Meine Mutter hat mir ein paar Tricks beigebracht. Ich könnte nur einen Teil eurer Seele mit Seelenfalle einfangen. Und den resultierenden Seelenstein den vollkommenen Meistern präsentieren. Das könnte reichen, um sie zu befriedigen. Es würde euch auf unserer Reise durch das Seelengrab etwas schwächen. Aber das könnten wir beheben, wenn wir einmal im Innern sind. Vielleicht. Ach so, also entweder werde ich das, was ich nicht werden kann, weil ich ein Werwolf bin. Oder ich gebe einfach mal ein Stück meiner Seele ab. Das sind ja herzallerliebst total tolle Sachen. Und ja, Vivox, du schreibst es gerade vollkommen richtig. Das hätte man natürlich nicht früher erwähnen können. Es tut mir leid. Ich wünschte, es gäbe einen besseren Weg für euch. Einen einfacheren. Ihr sollt aber wissen, dass ich euch nicht weniger schätzen werde. Ganz gleich, wie eure Entscheidung ausfällt. Manche Dinge müssen eben einfach erledigt werden. Niemand ja. weiß das besser als ich. Verwandle dich in einen Vampir oder lass Serana Seelenfalle auf dich wirken? Ich frage mich, was meine Mutter hier oben gemacht hat. Mach Seelenfalle. Ich kann es gerne machen, aber ihr solltet euch das gut überlegen. Der Vampir werde ich nicht. Ihr bleibt sterblich, aber ihr werdet euch geschwächt im Seelengrab wiederfinden. Solange es nur so ist, ich bin bereit. Ich weiß, dass das nicht leicht für euch ist. Ich hoffe, ihr vertraut mir. Ich würde nie etwas machen, das euch wehtun könnte. Ja genau, du bist ein Vampir, du bist total die Mutter Teresa. Und Avery, ey, du weißt ganz genau... dass egal wie dumm es ist, und wenn sie es auch am Anfang erwähnt hätte, ich hätte es trotzdem gemacht. Ich vertraue euch vollkommen, weil wir kennen uns schon ganze 5 Tage. Ich danke euch. Dann lasst uns keine Zeit mehr verschwenden. Okay. Ich verspreche, es so schmerzlos wie möglich zu machen. Okay. Haltet still. Nö. Ich kann mich nicht bewegen. Also, selbst wenn ich wollte, könnte ich einfach nicht. Betritt das Seelengrab. Alles klar. Es gibt stets menschliche Diener in Burg Volkihar, von denen sich jeder Vampir nähren kann. Das Nähren reduziert Sonnenschaden, aber schwächt gleichzeitig deine Vampirkräfte. Was uns scheißegal ist, wir trinken weder Menschen sind noch Vampir. Und abgeschlossen dem Echo nach. Uhu. So. Hallo? Dieser Gestank hier. Machen wir, dass wir hier schnell wieder rauskommen. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem hier in diesem Seelenort, dass es stinkt. Ich habe ein Stück meiner Seele bezahlt, damit ich hier reinkomme und du sagst, mach mal schnell, es stinkt. Muss mich von den Hütern fernhalten. Muss mich von den Hütern fernhalten. Okay. Hallo? Verschwindet, solange ihr es noch könnt. Nein, das leuchtet so schön. Hallo. Okay. Ich nehme mal die Seelenhülle mit, weil ich nicht weiß, was das jetzt sein soll. Okay, also Waffe ziehen kann ich schon mal hier. Also sieht hier schon sehr cool aus.
Auch passend zu der Art, wie hier Seelen dargestellt werden. Hui! In diesem Lila gehalten. Drachen sind hier wohl scheinbar auch, die hier ankommen. Na? Das ist das letzte Mal, dass ich mich mit einem Dremora streite. Ja, das sehe ich auch so, wenn deine Seele hier ist. Habe ich mich eigentlich schon über die Synchro ausgelassen? Ich habe Geschichten über das Seelengrab gehört. Hätte aber nie damit gerechnet, es einmal selbst zu sehen. Bis jetzt ist es fast genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja, was soll ich dir denn dazu sagen? Ich habe noch nie davon gehört, bin trotzdem da. Das Lustige ist, dass sie ja selber Geister und sowas haben. In den früheren Höhlen, wo man auch immer unterwegs ist und die sich geisterhafter anhören als die Seelen hier. Serana, was ist denn los mit dir, du unhöfliches Stück? Lass mich. Der Himmel. Nicht richtig. Alles ist falsch. Okay. So, ich glaube, es gewittert bald. Gehen wir mal hier lang. Irgendwas flüstert mir ins Ohr. Und ich glaube, irgendjemand brät Zwiebeln von meinen Nachbarn. Ich habe hier gerade so einen übel krassen... Oh, ich habe eine Seele aufgenommen. Das ist ja schön. Übel krassen Geruch von gebratenen Zwiebeln in der Nase. Das ist echt mies. Verdammter Akaviri-Schamane. Wie hätte ich wissen können, dass meine Seele eingefangen werden würde? Ja, das ist eine gute Frage, aber was soll ich dazu sagen? Ich meine... Hallo? Ihr müsst mir helfen, meinen Arvak zu finden. Er verdient es nicht, an einem Ort wie diesem zu leben. Ja, dein Arvak ist... wer ist das? Arvak, mein Ross. Wir kamen gemeinsam an diesen schrecklichen Ort. Wir wurden von Monstern angegriffen, also befahl ich ihm zu fliehen. Okay. Er ist so ein treues Tier und läuft schon so lange. Ihr müsst ihn retten. Ich flehe euch an. Ein Ort wie dieser verändert einen. Wie kann ich helfen? Arvak, wo bist du? Arvak, bitte komm zurück. Komm zurück. Okay, da gibt es sich auf jeden Fall mehr Mühe. Aber wenn ich ihn frage, wie ich ihm helfen kann, schreit er nach seinem Pferd. Finde Arvaks Schädel im Seelengrab. Okay. Hier ist ein Brunnen. Da ist er nicht. Hallo? Hallo, ich suche, glaube ich, einen... ich suche, glaube ich, einen Schädel von einem Pferd.